Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der WWE 2K19 Karriere. Es geht wieder unverbindlich weiter. Die letzte Folge unbedingt anschauen, die dürft ihr nicht verpasst haben, denn da ist das alles entstanden, wie wir hier zu dem US Title Match gekommen sind gegen Bobby Roode. In der letzten Folge seht ihr alles, wie das, wie gesagt, entstanden ist. Unser zweites Match hier in der letzten Folge, die müsst ihr euch angucken, weil da habe ich wirklich alles erzählt, so von wegen, dass ich keinen Greenscreen heute habe, dass ich heute ganz lang aufnehme und bla bla bla, das habe ich alles erzählt. Also ihr müsst das unbedingt, sehen und dürft nicht verpasst haben, was da alles abgegangen ist. Also es war auf jeden Fall eine crazy Folge. Okay, scheinbar reicht's nicht, wenn wir nur einmal gewinnen. Es gibt 3 Matches und wir müssen 2 davon per Pinfall oder Submission holen. Also gewinnen. Und dann haben wir tatsächlich auch den Championship gewonnen, wenn wir das schaffen. Die letzte Folge, wie gesagt, rechts oben beim i verlinkt. Ich weiß nicht, ob ich sie gerade schon verlinkt hatte oder nicht. Oder ob ich das einfach nur jetzt gesagt habe, ohne was zu sagen von Verlinkung. Jedenfalls, wie gesagt, ich möchte nicht wieder alles ansprechen, warum ich hier diese Cap gag und warum ich heute ein bisschen chilliger drauf bin und nicht so crazy funny wie sonst. Nein, aber wie gesagt, ihr dürft sie nicht verpasst haben, unbedingt angucken. Wir laden die Ausdauer auf. Okay, der Kommentator sagt auch, gibt ganz, ganz viele, die hier einen neuen Champion predicted haben. Die einen neuen Champion hier heute sehen. So, jetzt bist du dran. Bam, Alter, Junge, wir haben so viel Kraft. German Suplex wieder in den Ring. Kollege. Oh, scheiße. Bam. In der letzten Folge habe ich auch erwähnt, das erwähne ich jetzt hier nochmal, weil es eben der Anfang der Folge ist, dass ich den Schwierigkeitsgrad übrigens schon seit ungefähr 3-4 Folgen hochgedreht habe. Ich habe das nur nie erwähnt, weil es immer viel zu tun gab und immer viel zu erzählen auch. Ich muss aber auch gleich die Kamera neu starten. Ich habe einfach gerade die Folge beendet, die letzte, und jetzt direkt wieder weiter aufgenommen. Die Kamera nicht mehr neu gestartet. So wenig Zeit habe ich hier zwischen den Folgen. Spybuster, yes. Ich kann natürlich dementsprechend, da ich heute Abend einen WWE-Aufnahmeabend mache, also ich werde heute Abend, wie gesagt, so ein paar Folgen aufnehmen. Keine Ahnung, 4-5 Stück. Locker. Minimum. Das heißt, ich kann natürlich nicht auf eure Vorschläge oder Wünsche oder was auch immer in den Kommentaren eingehen, da ich die ja noch nicht gelesen habe. Bats. Komm, ich will wieder raus. Ja, das war natürlich nicht so cool. Ja, er kontert. Was ist denn mit ihm? Bats. Können wir so einen OMG-Move schon machen? Oder sind wir dafür noch zu schwach? Schwach bewertet, haben solche Möglichkeiten noch nicht, ich weiß es nicht. Das wäre natürlich heftig. Jo, können wir. Boah, Junge. Krass. This is awesome. This is awesome. Bobby Roode setting it up. Hallelujah.
Nein, als ob der jetzt abgebrochen hat. Hat er nicht? Hat er nicht. Doch, ich habe einen Punkt bekommen. Das hat gezählt? Was? Okay, das war natürlich jetzt ein scheiß Sieg. Ich hole ihn wieder rein. Ich hole den Typen jetzt wieder rein. Das war natürlich ein scheiß Sieg jetzt. Aber es zählt als ein Punkt. Also wir müssen jetzt nur noch ein Match gewinnen. So. Wir müssen jetzt nur noch ein Match gewinnen. Eins haben wir schon gewonnen. Wir müssen nur 2 aus 3 gewinnen. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte ja direkt wieder rauskommen. Aber ich musste den OMG-Move machen. Ich musste ihn machen. Es ist, in dem Sinne ist es ja kein Scheiß-Sieg, weil ich habe den OMG-Move gemacht und das hat ihn so hart geschwächt, dass er nicht mehr aufstehen konnte in diesen 10 Sekunden quasi. Aber natürlich wäre das hier cooler mit ganz vielen anderen kleinen Sachen das Match zu gewinnen, sei es per Finisher, per Pinfall, Submission, was auch immer. Da oben steht ja auch per Pinfall oder Submission gewinnen. Das hat mich jetzt voll gewundert, dass das gezählt hat. Auf jeden Fall muss ich die Kamera neu starten. Warte mal kurz, Leute. Okay, jetzt kann es wieder weitergehen. Dann hauen wir ihm mal eine Batista-Bomb in die Ecke. Und wir waren deutlich dominanter. Aber ich habe den Schwierigkeitsgrad, wie gesagt, schon hochgestellt. Viel mehr kann ich da gar nicht mehr machen. Bam! Okay, wir pinnen einfach mal. Das könnte der zweite sein. Und damit der Champion-Titel. Ja, wir haben den Champion-Titel gewonnen nach 2 Matches. Was ist das? Krass. Das war echt... Man musste den OMG-Move machen. Wir haben es machen müssen. Das feiern die Leute, das feiere ich. Und ihr bestimmt auch. Auch wenn natürlich ein Count-Out lamer ist. Haben wir den wirklich oder passiert jetzt hier noch was? Wir haben den US-Title. Wir haben den US-Title gewonnen. Nach 2 fucking Matches bei SmackDown sind wir neuer Champion. Was ein Youngstar-Talent. Das ist so heftig. Mal einen Schluck trinken hier. Aber im Uncut-Projekt kommt nichts raus. Ach, Gott. Das ist crazy. The new United States Champion is here on SmackDown Live. From one champion to another. Congrats on your win over Bobby Roode. Thanks. I mean, woo! Oh. Maybe you should leave that to me and my dad. We're scheduled to hear from the U.S. champ later on tonight. And hopefully we don't have to hear any more of his terrible woos. Ja, das war tatsächlich ein bisschen creepy. Cringe, ja. Baron Corbin, Baron Corbin, Daniel Bryan. So. Okay, wir gehen erstmal zu ihm. It's appropriate my finisher is called the end of days, because if I get a shot at your US title, you're gonna lose it by the end of the day. Okay. Das wäre ja ein episches Versagen meinerseits, oder nicht? Als würde jemand seinen Money in the Bank Koffer einlösen und den Titel nicht holen. Keine Angst, ich mache nicht den Corbin. Okay, verstehe ich nicht. Baron Corbin Nebenmatch. Hä? You're certainly off to a hot start here on SmackDown with your US title win over Bobby Roode. Is there anyone you'd like to defend your championship against first? Ja, hast du gerade gesagt. Irgendjemand. Ich nehme es mit jedem Herausforderer auf. Lol. Danke dafür. Baron Corbin Nebenmatch, was ist das? Das sind 2 Matches mehr, als du in letzter Zeit für dich entscheiden konntest.
Okay, wir gehen erst raus. Ich habe irgendwie keinen Bock auf ein Nebenmatch. Wir wollen die Story vorantreiben. Okay. Gut, wir gehen erstmal hier raus und kündigen jetzt ein bisschen was an über den US-Title-Gewinn. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir dazu sagen, ne? Ist bestimmt Weltklasse. Also das war schon crazy, nach zwei Matches, das ist der Wahnsinn. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, der wird uns direkt wieder abgenommen. Nur so im Gefühl. There's something special about being the United States Champion. Sure, there's a long list of legends who have held this title and that's great. But it's also how this title has been defended that makes it so special. It's a tradition that started with John Cena, and I've decided that I'm going to continue that tradition. And I'm not going to let this title sit on a shelf and collect dust. Oh no, I'm going to defend it every chance I get. That's why starting tonight, I'm bringing back the U.S. Title Open Challenge. So whoever's ready to step up and face me, come on out right now. Jetzt kommt safe jemand. Ja. Jetzt kommt safe jemand. Ach, dieser Spacken. Ich hoffe nicht, dass wir ihn gegen ihn verlieren. Verlieren müssen oder verlieren allgemein. Kann es mir aber vorstellen. Weiß es nicht. Ich hoffe, wir können ihm auf die Fresse hauen. Keine Ahnung, wir springen das erstmal. So, was steht oben? Okay, wir dürfen gewinnen. Bühler muss gewinnen. Also dann, auf ein neues. Bam! Titel verteidigen. Aber wenn wir schon so große Töne spucken, wir werden es versuchen, gegen jeden Einzelnen zu verteidigen. Das ist richtig dumm dann. Aber gut, dass wir kein Nebenmatch gegen den gemacht haben. Sonst hätten wir jetzt zwei Matches gegen den machen müssen. Okay, ich muss hier nur einmal gewinnen zum Glück. Theoretisch könnte ich ihn auch wieder auszählen lassen. Aber das wäre ein bisschen lame. Komm her. Komm her. Was war denn das eigentlich gerade mit dem Ringrichter? What the fuck? Komm, jetzt diesmal hau ich dich nicht raus. Diesmal kommst du rein. Krass, das ist so heftig. Und bam. Wir gehen einfach mal ein bisschen auf seinen Kopf. Bam! Was hältst du davon, Kollege? Was war denn das für ein Scheiß gerade? Also den Move fand ich ja kacke. Oh, bye bye. Okay. Dann probieren wir den Spear. Yes. Bam, Junge. Wir sind so krass einfach für unsere 57, glaube ich, haben wir. Und das auf einem höher gestellten Schwierigkeitsgrad. Spybuster. Yes. Das ist geil, Leute. Das ist super. Ey, Leute. Guckt euch die Muskeln an. Oh, Spear. Das hat nicht ganz so funktioniert, weil er gerade in dem Moment aufgestanden ist. Aber jetzt. Oh, die nennen uns schon Animal. Ah, ich springe einfach. Ja, nice. Ich dachte mir schon, dass das in die Hose geht, aber ich habe es einfach probiert. Ja, naja. Oh, jetzt.
Der Finisher, was auch immer das ist. But. Wir pinnen einfach mal, hoffentlich kommt er nicht an die Seile. Wir haben's. Kein Problem. Kein Problem für uns. Zack, 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 zack. Also ich stelle die Schwierigkeit jedenfalls nicht höher. Weil sonst ist das viel zu schwierig. Okay, wir behalten ihn vorerst. Und Baron Corbin kann sich erstmal schön verpissen. Er dachte jetzt, Alter. Er dachte so, ja, ich hole die erstmal jetzt direkt den Titel zurück. Genau. Sehe ich so aus? Nee, okay, man steckt halt echt nicht drin, weil sonst, es könnte ja da stehen, ich soll nicht per Pinfall oder Submission gewinnen, sondern einfach verlieren. Weiß man ja nicht. Die zwei haben eine Vorgeschichte. Ach so, ja, wo ich ihn bei NXT angegriffen habe. Haha, was ein Opfer. Okay, ich muss auch gegen ihn gewinnen. Okay, dann machen wir das mal. Und ich würde sagen, Leute, Zeitraffer. Da bin ich wieder und wir haben es geschafft. Nice. Hat ein bisschen länger gedauert, der war ein bisschen zäh, hat mich auch auf Gelb runtergebracht, hat ein paar Mal gekontert. Also klar, ich habe unendlich Konter angestellt und deswegen konnte ich auch ziemlich oft und viel zurück. Sonst würden wir die Matches viel eher verlieren und hatten da große Probleme. Aber das ist natürlich auch nicht so smart. Was hat der Typ vor? Er verpisst sich. Hoffe ich zumindest mal. Ist vorbei oder passiert noch was? Ist vorbei. Okay, wir konnten das zweite Mal verteidigen. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon von dieser Folge. Schaltet bei der nächsten Folge mit ein. Ich nehme die natürlich wieder unverbindlich auf. Und ja, bis dahin. Haut rein. Ciao, ciao.
Mm-hmm.